Kuckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Arcania. So, wir sind hier in der alten Mine und sollen hier Pilze sammeln und Fleischwanzen tothauen. So, genau. So, machen wir. Gut, wir sind jetzt von da gekommen. Pass auf. Wir sind jetzt von hier gekommen. So, hier ist so ein grünes Kreuz. Wir haben hier das irgendwas mit einer alten oder eisigen Rune gefunden. Ach, hier ist ein altertümliches Relikt. Da sagt das doch. Ach so. Ach, das ist tatsächlich ein blauer Punkt hier. Ich hab's nicht sehen wollen. Was ist das hier? Keine Ahnung. Jo. Wir sind jetzt auf Pilzjagd. Das ist die Frage, wo wir hier überhaupt sind. Ja, ich speichern mal. So. Ach, hier sind wir jetzt bei dem Typen da mit seinen blöden Kolben da. Ja. Da bist du ja. Hast du den Destillierkolben? Hier ist dein Destillierkolben. Ich brauche nicht lang, dann macht es wusch. Ja, dann mach Und die mal. Mine ist offen. Jo. So, da haben wir das Destillat. Dann werde ich mal. Oh nein, nein. Entschuldige. Du hattest die ganze Arbeit. Dann willst du sicher auch den Spaß. Hier, schmelzt du das Geröll weg. Warum ich? Könnt ihr auch mal was machen? Raute hat mich vor der alten Mine gewarnt. Jo. Wegen Guldhart, richtig? Genau. Hast du keine Angst vor der Mine? Guldhart mag durchgedreht sein oder auch nicht. Jetzt ist er tot. Mausetot. Seit Jahren. Und die noch geklopft haben, weiter drinnen in der Mine, sind auch tot. Mausetot. Aber mich hat die Mine nicht töten können. Nein, nein. Gefangen halten. 2 Tage lang, das ja, aber nicht töten. Ich habe keine Angst mehr vor der Mine. Die habe ich verloren in den 2 Tagen. Jo, guck mal hier. Ende. Na, mach doch, Mensch. Jetzt hast du mir die ganze Szene versaut. Jo, warte, warte. Was musste ich jetzt dafür machen? Wie ging das? Jo. Werden wir gleich rausfinden. Jo. Jetzt die Frage, ob wir hier direkt reingehen oder ob wir noch mal ein paar Pfeile kaufen gehen. In Speicher doch, mach doch hier Doppelklick. Ach, verdammt noch mal. So. Gehen wir mal rein hier. Wir sind wieder 20.000 Wege. Ja. Was ist denn hier? Was ist hier? Mitnehmen. Ja, Eisen aber. Wir nehmen alles mit hier. So. Guck mal hier. Jo. Hier irgendwas. Oh, hier begrüßen mich doch bestimmt gleich wieder irgendwelche Goblins oder sowas. Aber der Witz ist, hier hinten ist nicht viel mehr. Hier ist irgendwie tote Hose. Außer natürlich die Eisenadern. Jo, her damit. Oh, können wir vielleicht gewinnbringend verkaufen oder selber nutzen, selber benutzen? Oh. Her damit. Hä? Willst reden, hä? Nein. Warum sollte ich mit dir reden wollen? Nenn mir einen Grund. So, hier ging es hinter. Hier sind wir gerade hintergetrampelt. So, hier sind wir hergekommen. Also gehen wir hier weiter. So, wir sollen ja hier diese komischen Pilze pflücken. So, Morad. Pfff, Morads tun mir nicht weh. Gut, vielleicht tun sie mir doch weh, aber nicht so. Aber nicht so, dass es jetzt auf Dauer hier mir jetzt Schaden zufügt. So. Okay. Gehen wir weiter. Sollen wir eine Bandage? Ach, wisst ihr was? Die Dinger kosten nichts, also da können wir sie auch benutzen. Bevor wir mitten im Kampf dann wieder tot umfallen. Was ist hier jetzt drin? Moritz. Hä? Was willst du denn hier hinten? Du bist ja mutig. Mut und Dummheit liegen nahe beieinander. Jo, nimm mal mit hier den ganzen Scheiß. Genau, hier fliegen noch Fliegen drumherum, damit sie auch ja die Pflanzen nicht übersehen. Jo, finde ich sehr, sehr zuvorkommend von Spellbound.
Ja. So findet jemand, der gerne etwas übersieht wie ich. Na, wirst du dich beißen lassen? So, was haben wir hier? Hä? Hast du schon wieder beißen lassen, der Schelm? Stufenaufstieg, jawohl. So. Eisenpilz, jawohl. So, wir gucken mal bei K. Jetzt machen wir mal das Ding hier. Können wir das machen? Ja. Ja. So, fern 50% zusätzlich. Genau. Klingt natürlich hervorragend. Das nehmen wir mal so an und wir steigern aber auch unsere. Nee, was ist Mana? Was war aktueller Level? Warte. So, jetzt haben wir das Ding erstmal. So. Mana. Was war jetzt unsere Mana? Disziplin. Lass eine Mana direkt exakt auf den. Da kriegt ihr einen weiteren voll. Nee, das ist. Adlerauge. Vitalität. Was war jetzt hier Mana? Heimlichkeit. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Körperkraft. Plus 2. Benötigt Level 4. Vitalität. Schmetternder Schlag. Das ist alles hier so Nahkampf. Das ist scheiße. Schlagregen. Nee. Ruhige Hand. Zielen während des Bogen gespannt. Heimlichkeit. Sag mal, was war denn hier jetzt die Mana? Das hatte ich doch das letzte Mal gehabt. So, benötigt Level 7. Verzerrende Hitze lässt einfach alle Feuereffekte doppelt so schnell ausbrennen. Und in dieser Zeit, warte. Instinkt. Verursache mehr Schaden mit Fernkampfwaffen. Überstehe mehr Schaden. Benötigt Level 5. So, plus Lebens oder was ist jetzt? Plus Mana. Plus 4 Mana. Das ist ruhiges Zielen. Verursache mehr Schaden mit Fernkampfwaffen. Und verfüge über mehr Mana. Ja. Plus 3, plus 4, das machen wir. So, plus Mana, das war das hier, Präzision. Plus 4 Mana. Guckt euch das mal an. Aktueller, da ballern wir das hier jetzt rein. Genau, speichern. Da haben wir ein bisschen Mana mehr. Jo. Jo, genau. Jo. So, was ist hier noch? Was ist der grüne Punkt? So, was war hier? Was war grün? Ich weiß gerade nicht. Ne, was ist das? Innerstatue? Abgenutzte Spitzhacke. Die grün war, glaube ich, Innerstatuen, oder? Ich weiß es nicht. Haben wir die jetzt eingesammelt? Weil ich sehe ja gerade nichts mehr. Ich sehe nichts! Das ist wieder so ein Kringel hier, oder? Das geht wieder in zwei Richtungen hier und. Hä? Was wollt ihr denn? Hau doch drauf! Hier sind noch mehr. Nee, die sind. Sind die jetzt tot oder nicht? Die werden noch rot angezeigt. Ja, was soll denn das? Wir gehen mal mit gezogener Waffe hier hinter. Ist vielleicht besser so. So, Fleischwanze, komm her! Fleischwanze, gefährlich. Was ist, wenn die in die Stiefel kriechen und mir in die Zähne beißen? Ah! Wir brauchen auf jeden Fall Mana, das ist wichtig. Das ist Fakt. Hm? Jo. So, was haben wir hier? Rotkäppchen. Alles mitnehmen. Rotkäppchen. Rotkäppchen ist geil. So. Ja. Alles ist geil. Alles ist geil. So. Mach mal hier. Thank you.
sind wir denn hier gelandet? Hallo? Hallo? Kommen wir hier irgendwo dahinter? Nö. Was liegt denn hier alles rum? Ach, Dämonenkäppchen. Irgendwas mit Rotkäppchen gelesen. Ja. Ich hatte in Erinnerung, dass das Ding hier voller Goblins ist, aber scheinbar nicht. Ja. Nimm mit alles hier mitnehmen. Leute, Junge, wir lassen hier nichts liegen, sag mal. Wo kommen wir denn dahin, wenn wir hier alles liegen lassen würden? Mensch, da wären wir ja arm. König Robert III. Hat mir beigebracht, alles mitzunehmen. Und alles zu verbrennen. Ja. Hier hinten geht's. Ne, von hier sind wir gekommen. Naja, ob wir nun hier lang gehen oder da drüben lang gehen, das macht keinen Unterschied. Hier noch irgendwelche Eisenadern. Liegt hier noch irgendwelcher Krempel? Ne, hier sind wir hergekommen. Ne, oder? Das Ding ist mit toten Molarets gepflastert. Ja, okay, die Ecke hier ist gesäubert. Aber vielleicht schaffen wir es ja, hier an den Punkt zu kommen, wo wir in die nächste... Ecke kommen. Das mit der Brücke dort machen können. Ja. Weil wenn wir hier reingucken... Altertümliche Relikte, Schlitter des Hasses, gesammelte, das sind alles diese Sammeldinger hier. Hatten wir wirklich vier davon? Pff. So, Eisenpilze und dann geht's hier weiter, oder? Dartan muss sterben, genau. So. Was ist denn hier noch? Da leuchtet irgendwas rot. Ah! Na aber! Pfui! Aus! So. So, was ist noch alles hier? Ist hier noch was? Nö, ich sehe gerade nichts. Hä? Von da bin ich gekommen? Na, dann gehen wir mal in die Richtung. Hä? Wie jetzt? Da liegen Leichen. Wer hat die denn da hingelegt? Wir brauchen mindestens noch... Wie viele Pilze brauchen wir noch? Nochmal. Das haben wir jetzt abgegrast. Wir sind eigentlich auf dem richtigen Weg. Was ist das denn hier? Können wir hier draufhauen? Nö. Wollen die Viecher mir Angst machen oder was? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab's ja schon mal gesagt, damals bin ich mehr ausgeflippt. Na, können wir nicht mal gucken, was wir hier haben? Na, wer wird denn hier so einen Aufstand machen? Tja, ihr seid selber schuld, wenn ihr hier verreckt. Ich habe euch nicht angegriffen, ich hätte euch vielleicht sogar in Ruhe gelassen. Aber wirklich nur vielleicht. So. So, haben wir hier irgendwie noch was? Nö. Ich meine, die Heilpilze hier, diese Eisenpilze, die werden ja hier hervorragend angezeigt. Da vorne zum Beispiel, da schwebt ein riesengroßes gelbes Ausrufezeichen über dem Ding. Das würde ich tatsächlich vielleicht mal sehen, ob ich das abschalte. Hä? Ach du heilige Scheiße! Was macht ihr denn hier?
Eieieiei. Junge, Junge. Der hat. Jetzt gib mir doch endlich das Ding hier. Hätte mir glatt den Tag versaut hier fast. Ja. Kommen jetzt noch mehr Skelette? Ich weiß es gar nicht mehr. Das hätte jetzt mit allem gerechnet, aber nicht mit dem Skelett. Was ist das denn hier? Alte Geldkassette. Können wir die aufmachen? Sonstiges. Alte Geldkassette. Wo ist das Ding? Rostige Säge. Alte Geldkassette. Oder wird das direkt in Gold umgewandelt? Ich weiß es gar nicht. Questgegenstände? Questgegenstände? Alte Geld. Was ist das denn hier? Runenbruchstücke. Ach so. Das habe ich eingesammelt. Oder Innerstatue. Was mache ich damit? Die Rune der eisigen Macht. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Eine alte Geldkassette. Sie hat von Minenforschung. Bevor dann. Können wir nichts machen damit. So. So, okay. Hier liegt noch ein Rudel hier. Einfach durchhauen hier. Ist gemein, oder? Eine ganze hier Morrite-Herbe über den Jordan geschickt. So. Hier kommen wir hinter der Taverne raus. So. So, speichern wir ab. Jo, da hätten wir doch alles, oder? Ja. Können wir mit der Geldkasse, wir gehen dann nochmal auch zu dem Router mit runter. Ja. So, machen wir den hier. So, hier haben wir ja auch schon geplündert. Ja. Und, hast du die Eisenpilze? Jo. Hier, die Eisenpilze. Jo. Das ist gut, das ist sehr gut. In den Met damit... So, das wäre erledigt. Nimm das Fässchen und geh zur Torwache der Räuber. Tu einfach so, als wolltest du über die Brücke. Jede Wette. Sie werden dir den Met abnehmen und davon trinken. Und dann? Warte, bis die Wirkung der Pilze einsetzt. Dann sind die Räuber willenlos und du kannst ihnen befehlen, das Tor zu öffnen. Das ist so aber schön. Kommst du ins Lager und kannst Dartan und die anderen Räuber überrumpeln. Was sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn? Ich würde mir gerne deine Waren anschauen. Ja. So, wir haben jetzt 327 Gold gewonnen. So, was können wir dir dafür verkaufen? Du kriegst die Dinger hier. Dann kriegst du die ganzen Dinger hier. Alle 10 brauche ich nicht. So, schäbiger Knüppel. Brauche ich erst recht nicht. Großhammer. 23 Nahkampf. Zweihandwaffe. Das könnte man vielleicht mal Gotthards Beil... 16 Nahkampf, behalten wir mal. Jo, warte mal. Wir gucken mal gerade. Ich würde mal gerade was ausprobieren. So, wir speichern das ganze Ding mal. So, ja, das ist schön, wenn ich nicht weiß, was wir hier einsammeln. So, wir haben jetzt das Ding hier. Macht 22 Nahkampf. Hä? Das hier macht 23 Nahkampf. Jo. So, das Ding macht 22, das Ding macht gerade mal 16, macht aber immer noch mehr als Diegos alte Machete. So. Scheiß Regen! So, wir nehmen das Ding hier, die Keule, die machen jetzt keinen zusätzlichen Uruks Schande. Ja, okay, gut, steck die Haue weg. So, jetzt haben wir in Quests noch Pilzmet. Lass dir von den Räubern
Med abnehmen. Ja, altertümliche Relikte. So, wir gehen noch mal zu dem Router und zu dem anderen Typen darunter wegen dem Dings da. Dem Skelett, was wir ja kaputt gemacht haben. So, da sind ja natürlich wieder die Blutfliegen. Ich würde das gerne so timen, dass wir in der nächsten Folge dann über die Brücke gehen. Das wird mir gerade ein bisschen zu hitzig hier. Mit den Viechern. Was ist denn hier los? So. Wer bist du denn? Hallo. Lisela. Du bist nicht von hier. Nein, ich bin von Fischir. Fischir? Ich wäre gern auf Fischir. Dann wäre der Krieg weit fort und ich hätte nicht solche Sorgen. Auf Fischir wärst du jetzt tot. Tot? Warum? Die Paladine von Robert III. Haben die Insel angegriffen und jeden Mann und jede Frau getötet. Wie furchtbar. Der verfluchte Krieg. Er bringt nur Sorgen und Leid. Ach was. Oh, Ende. So, Router, war mit dir noch irgendwas? Wir reden später. Klon. Ja, die wollen irgendwie nichts von mir wissen hier. Okay, das war ein Versuch. So, jetzt will ich aber nochmal gucken wegen dem roten Punkt da. So, ins Wasser springen sollten wir natürlich überhaupt nicht. Das endet tödlich für den Kerl hier. Was haben wir jetzt erhalten? Okay, wir haben das, was wir wollten. Keine Ahnung, das war hier irgendeins von diesen... was wir hier einsammeln sollten, diese 30 jeweils. Ja. Ich wüsste gerade aber nicht, wem wir das mit der Geldkassette oder so noch sagen könnten. Aber dieser eine Schaden mehr, das sorgt wirklich dafür, dass wir nur 4 Schläge brauchen bei den Viechern statt 5. Ist ja nicht unbedingt verkehrt. Ist ja super. Ja. Wir gehen noch mal kurz in die Mine rein zu dem Typen da, zu dem mit dem Destillierkolben. Vielleicht sagt er noch was über die Geldkassette. Ansonsten könnten wir unseren Weg dann eigentlich auch fortsetzen. Und ins nächste, naja, Kapitel wäre übertrieben, aber Gebiet gehen. Ja. Achso. Weil der Witz ist ja, sobald wir hier so ein Gebiet hier abgeschlossen haben, brauchen wir hier nie wieder zurück. Wir kommen aber später nochmal. Also wir können hier nochmal hingehen, ja, aber questtechnisch oder so macht es keinen Sinn. Das ist hier recht linear gehalten. Ich finde es aber auch wieder mal wieder witzig, das hatte ich ja schon mehrmals erklärt. Für Spieler, die jetzt bei Gothic 3 diesen Standardweg gehen. Ardea, Redoc, Gabdun, Monterra und so weiter. Die so einem linearen Weg folgen in einer Open World. Für die müsste das doch hier ein gefundenes Fressen sein. So, hier geht's ja nur linear, wenn du so willst. Also. Aber genau diese Menschen sind das dann am Ende, die sich dann auch beschweren drüber. So, ich merke, du bist hier, ja. Was? Nee, ich geb dir gleich nee. So, wo kommen wir jetzt hier raus? Wo sind wir jetzt reingekommen hier? So, wir gehen nochmal zu dem Magier. Oder zu der Alten da, zu dieser Syrer. Die wird ja noch wichtig. Weil irgendjemand will ich versuchen, hier nochmal darauf anzusprechen, auf die Geldkassette, die wir gefunden haben, weil das sind ja Questgegenstände. Irgendjemand muss uns doch eine Quest dafür geben oder gegeben haben. So. Da
Dort hinten ist das Schloss Tjork. Dort kriegen wir dann unsere erste Rüstung. Und wir werden uns natürlich für die Robe hier, für Magiersachen entscheiden. Das nur mal schon vorweg. So, wenn schon, denn schon. So, also wir machen ja keine halben Sachen. So. Holzfäller. War, hattest du hier noch irgendwas? Hä? Hab gehört, dass du Met besorgt hast. Ja? Da können wir endlich wieder was Vernünftiges trinken. Den ersten Becher widme ich dir, versprochen. Was hältst du von Lorne? Lorne war ein Kumpel, bis er sich Dartan angeschlossen hat. Seither habe ich nicht mehr mit ihm geredet. Du dreckiger Schelm. So, oder Hühnerschlachten? Ah. So, warum habe ich bloß Myrtana verlassen? Das weiß ich nicht. Das kann dir vielleicht der Typ sagen, der Reisende. Holzfäller, Reisende, können wir den anquatschen? Nö, können wir die anquatschen? Auch nicht. So, können wir die anquatschen? Reisender. Auf dem Reisende hier. Syra. Ivy ist tot. Nein. Ivy ist tot. Wir brauchen keinen Ersatz. Das wäre gemein der Ivy gegenüber und ihrem Andenken. Wenn wir uns glatt hier eine neue suchen würden. Später. Ja. Es ist schön, dass du auch schon mitgekriegst. Wie verzieh dich? Wer redet denn hier mit mir? Nicht jetzt. Enos mit dir. Hä? Enos? Enos ist tot? Ja, komm. Nee. Da rennen wir doch glatt wieder hier runter. Wir wollen doch zu dem Magier. Vielleicht sagt der noch irgendwas. Der war hier bestimmt nicht drin, oder? Nee. Ich hab's doch gewusst. Mach mal auf. Oh, hier. Speichern. So. Wie kann ich dir helfen? Tja. Anscheinend überhaupt nicht. Okay. Ich wüsste jetzt nicht, wer hier noch irgendwo ein NPC ist, mit dem wir reden können. Höchstens dieser komische Jäger da. Holzfäller. Ich weiß nicht, ob wir da noch fix hinflitzen können. Der da, ist es der? Ich weiß nicht. Der verlustiert sich gerade an dem Baum da hinten. Ich weiß nicht, ob ich das gutheißen kann oder nicht. Jo, wo ist der Kerl? Der hier, Waldläufer. Mit dir. Ja. Der macht gerade pissi. Warte mal, was ist das denn hier eigentlich? Ach so, das ist unten der Quest, die Quest. So, ich würde noch mal ganz kurz zu dem hier hintergehen. Da müssten wir geradeaus. Wir setzen sogar mal den Schnellläufer hier ein. Guck mal an hier. So. Vielleicht hat der noch irgendwas für uns zu sagen. Der war hier. Wollte der hier hinter oder wo wollte der hin? Keine Ahnung. So, Goblins müssten ja jetzt. Ach nee, hier hinten sind ja auch noch Goblins, oder? Da ist auf jeden Fall der Typ, zu dem ich hin will. Der hier. Ulrich. Der hat bloß. Das hat sie jetzt nicht sonderlich gebracht. Ja. Stimmt, hier hinten ist auch noch diese Ecke da, dieser Schlauch da. Wo ich noch Goblins holen wollte. Ich meine, er kann uns nur gut tun. Erfahrungstechnisch. Wir kennen das ja. Ist ja nicht unbedingt neu. Ich müsste mal ausprobieren, was ist hier auf der neuen hier, was für dieses Flammen. Diese Flammenrune, was es damit auf sich hatte. Habe ich überhaupt noch nicht probiert. Aber wir sind eigentlich durch für heute. Noch eine Folge werde ich aber auch heute nicht aufnehmen. Oh, hier hinten meine ich. Ja. Wir können ja noch mal kurz gehen. Es ist doof, dass das dann so langsam läuft hier. Aber hier waren Goblins. Genau, die haben uns das letzte Mal ja hier schikanieren wollen. Komm, lauf.
Da steht doch schon einer. Ja, wieso rennst denn du hier hin rückwärts an? Was soll denn das? Das ist scheiße, wenn wir nicht wissen, wo wir hinlaufen. Das ist echt bescheuert. Komm, ja, jetzt bewege dich. Ja, komm, bleib hängen hier, jawohl. Mann. Ah, zumindest haben wir den. Jo, wo sind die jetzt hingerannt? Bleibt dieser Wichser natürlich hier hängen überall. Na komm, lauf. Die Bande will ich noch haben. Mehr hier. Ansonsten machen wir jetzt Feierabend. So, hier sind noch Blutfliegen. Ja, wer wird denn hier? So. Okay, ich würde sagen, können wir hier hoch? Ja. Ich würde sagen, hier machen wir an der Stelle, machen wir beim nächsten Mal weiter. Da holen wir jetzt den Rest der Bande. Guck mal, hier sind zum Beispiel noch Pfeile. Niederes Elixier des Heldenmutes für 60 Sekunden. Schild und das Geheimnis der Schmiedekunst. So. Immerhin. Besser als nichts. So. Gut. Dann speichern wir hier. So, und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und damit, Dankeschön und ciao. Ich hoffe, alles wird gut.